Çok meşhur bir yer ve çok tarihi bir yer. Aslında der Fischmarkt in Beolo ist ein besonders schöner und sehr historischer Ort. Hier kommen vor allen Dingen Einheimische, sei es zum Essen oder Einkaufen. Hier gibt es nämlich einfach alles und das ganz frisch. Touristen gibt es hier seltener zu sehen. Man sieht hier wirklich Einheimische. Biraz daha az. Genelde burası gerçekten lokallerin uğradığı bir yer. Bakalım öyle kalacak mı? Mal gucken, ob das so bleibt tatsächlich. Also, der Istanbuler, haben wir jetzt gelernt, isst sehr gerne, ist sehr kreativ beim Essen, aber der Istanbuler trinkt auch sehr gerne. Und da hat man festgestellt, dass er sich dabei gerne so fühlen möchte wie im eigenen Wohnzimmer. Und deswegen haben einige Leute etwas erfunden, was sehr praktisch ist und was gut angenommen wird, nämlich Bars in Wohnzimmern zu treiben. Balustraße Nummer 1 in Istanbul. Merhaba. Erhan Çekiç empfängt uns im zweiten Stock. Hier ist unsere Klingel, sagt er, und hier haben wir unsere Küche. Es sieht aus wie in einer WG, doch Erhan und sein Bruder wohnen nicht hier. Sie betreiben in der Wohnung eine Kneipe, das Baraka, mitten in Istanbul. Das war früher mal das Schlafzimmer, erzählt er. Wir benutzen das jetzt als Bar. Ein super Gefühl ist das. Man geht zu Hause weg und kommt wieder nach Hause. Kneipen und Restaurants, die in ganz normale Wohnhäuser ziehen, zwischen ganz normale Nachbarn. Ein Trend, der Straße um Straße erfasst, Viertel um Viertel. Man fürchtet die Eindringlinge hier. Wenn die Lokale kommen, steigen die Mieten, kommen Fremde, weil die mehr zahlen können. Bald, so sagen sie hier, ist nichts mehr, wie es war. Und wir müssen weg. Das ist gegen unsere Kultur und daran kann ich mich nicht gewöhnen. Man kann sich auch nicht beschweren. Warum? Weil die Stadtverwaltung denen eine Konzession ausgestellt hat. Der Architekt Erdoğan Altindiş arbeitet in den traditionellen Vierteln. Er beobachtet mit Sorge, wie schnell die Viertel von dem Trend überrollt werden. Wenn man nur geschäftlich das Ganze betrachtet, ist eindeutig nachteilig für alteingesessenen Bewohner, weil sie dann auch die Preise nicht halten können. Die Mietpreise sind hier letzten 4, 5 Jahren um Vielfache gestiegen. In diesem Haus wurde der Trend geboren. Vor 18 Jahren entdeckten zwei Frauen hier den fünften Stock. Bis heute betreibt Yapra Kalkaya mit ihrer Schwester das Restaurant mit Wohnzimmeratmosphäre. Dass es in einem Wohnhaus ist, findet sie positiv. Das Restaurant gibt auch anderen die Möglichkeit, diese kleinen versteckten Paradiese, die in den Seitenstraßen der Viertel sind, zu erforschen und zu entdecken. Eine Chance also, das ursprüngliche Istanbul zu teilen. Doch wenn es sich so schnell wandelt wie jetzt, könnte genau das dabei verloren gehen. Das hier ist die İstiklal-Straße. Die İstiklal-Caddesi ist eine der Haupteinkaufsstraßen in Istanbul. Hier ist immer so viel los, wenn Sie sagen, meine Güte, hier laufen ja viele Menschen rum. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie hier morgens, mittags oder mitten in der Nacht vorbeikommen. Es laufen einfach permanent Menschen durch die Gegend hier. Ist auch irgendwie nicht weiter verwunderlich, weil in Istanbul leben ja geschätzte 15 bis 20 Millionen Einwohner. Und das bringt noch ein anderes Problem mit sich, nämlich die Wohnraumknappheit. Gerade hier im Zentrum ist es besonders gefragt, eine Wohnung zu bekommen. Kaufkräftige Kundschaft möchte natürlich nicht in die Peripherie ziehen. Und das kollidiert mit einem anderen Problem, das gerade hier stattfindet. Teile der Stadt werden erneuert. Und das hat zur Folge, dass gerade sozial Schwache aus ihren Vierteln gehen müssen und an den Rand der Stadt getrieben werden. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist hier direkt nur ein paar Meter Luftlinie von hier entfernt zu beobachten, nämlich das Viertel Tarlabaşı. Und dort war unser Korrespondent Michael Schramm. Istanbul in bester und wohl bald auch teuerster Stadtlage. Nur wenige Meter von hier flanieren zahlungskräftige Touristen. Bis hierher aber kommen sie nur selten. Die meisten Gebäude sind im 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Es war dies einmal ein besseres Quartier. Viele Ausländer lebten hier, aber auch Griechen und Armenier. Dann kam der Abstieg. Die angestammte Bevölkerung wurde vertrieben. Kurden und Türken kamen aus Anatolien, später folgten Roma, Asylsuchende und Transvestiten. Bis vor wenigen Jahren wagte sich sogar die Istanbuler Polizei nicht in diese pittoresken Gassen. Die Kriminalität war hier hoch. Und doch Tarlabaşı war und ist ein Biotop Istanbuls, ein besonderer Ort mit einer besonderen sozialen Mischung. Hier gab und gibt es noch das Istanbul Orhan Pamuks, das voll von Überraschungen und Gegensätzen ist. Keine europäische Großstadt kennt Vergleichbares. Ein Geisterviertel wie dieses
im Herzen der Metropole. Und das weckt Begehrlichkeiten. Talabasche ist ein Viertel auf Abruf. Nicht weniger als 278 Gebäude sollen der Abrissbirne zum Opfer fallen, um freies Bauland zu schaffen für eine schöne neue und glatte Welt mit Einkaufszentren, Boutique-Hotels und hippen Wohnungen. Der Denkmalschutz soll und darf dabei keine allzu große Rolle spielen. Das Bemühen, alte Substanz zu erhalten, hält sich in Grenzen. Einzig Fassadenstrukturen und einige Details werden in wenigen Jahren noch daran erinnern, dass dies einmal ein gewachsenes Viertel Istanbuls war. Ahmet Arslan beim Räumen seines Werkzeugladens. Für ihn war Talabasche Wohn- und Arbeitsort, seine Heimat. 40 Jahre war ich hier, das ist ein ganzes Leben. Das ist jetzt vorbei. Schon seit 2 Jahren geht das Geschäft nicht mehr richtig. Ich bin sehr traurig, weil ich nicht nur meine Umgebung verlassen muss, sondern auch meine Freunde verlieren werde. Gentrifizierung heißt hier das Zauberwort, das auch andere Boomstädte bestens kennen. Stadtentwicklung für neue, kaufkräftigere Städte. Die alten Bewohner bleiben dabei auf der Strecke, werden gekündigt oder abgefunden. Was sollen die Menschen hier bloß machen? Wo sollen sie leben? Dieses Erneuerungsprojekt ist eben in keiner Weise auch ein Sozialprojekt. Wie eine Filmkulisse sehen sie jetzt aus, große Teile des einst so lebendigen Talabasche in diesen Tagen. Ein Ort ohne Leben. Ob es je wiederkehren wird? Und das alles findet nur ein paar hundert Meter hier vom Bosporus und vom Goldenen Horn statt. Ja, welches Leben auch immer dorthin zurückgehen wird und zurückkehren wird, das werden wir uns wahrscheinlich dort niemals leisten können. So teuer werden die Anliegen dort sein. Die Stadt wird sich immer weiter verändern. Istanbul ist im Veränderungsprozess. Urbane Umwandlung heißt das Motto, Gentrifizierung. Und einer, der diese Veränderungen mitverfolgt, das ist Tayfun Kahraman. Er ist der Vorsitzende der Städteplanerkammer hier in Istanbul. Herr Kahraman, welchen Umfang hat eigentlich die Gentrifizierung, dieses Umwandlungsprojekt in Istanbul? Bu projemin kapsamı ne kadar geniş bir proje? Wir können davon ausgehen, dass ein großer Teil Istanbuls davon betroffen sein wird. Im Grunde genommen sind wir auch für eine gesunde Umwandlung der Stadt. Denn wir müssen den Bewohnern Istanbuls schließlich ein gutes Lebensumfeld bieten. Dazu muss man als erstes darauf achten, dass das Ganze nicht in die Hand von profitgierigen Privatunternehmern fällt. Es sollten dabei öffentliche Gelder eingesetzt werden. Außerdem dürfen die alteingesessenen Bewohner nicht vertrieben werden. Sie müssen in diesen Prozess mit eingebunden werden. Das gehört zum gesellschaftlichen Rechtsverständnis. Wenn das alles bedacht wird, dann können wir von einem umfassenden Entwicklungsprojekt für Istanbul sprechen. Aber bisher ist leider nichts davon zu sehen. Auch bei landesweit 200 anderen Umwandlungsprojekten ist das alles nicht geschehen. Daher verbindet man hier das Thema Gentrifizierung immer mit Ungerechtigkeit. Aber was ist das Ziel dieser Projekte? Eigentlich sollte es um die Erdbebensicherheit der Gebäude gehen, aber so wie es heute aussieht, geht es um den Profit der Baufirmen und darum, dass sie ihre Projekte verwirklichen. Aus Sicht eines Städteplaners, was ist das größte Problem von Istanbul? Eines der größten Probleme der Stadt ist natürlich die große Erdbebengefahr. Wie Sie wissen, gab es ein Erdbeben gut 160 Kilometer von hier entfernt und hier in Istanbul sind dabei an die 1000 Menschen ums Leben gekommen. Das nächste Mal werden die Folgen viel schlimmer sein. Es wird wohl dreimal mehr Zerstörung und Tote bringen, wie beispielsweise nach dem großen Marmara-Beben 1999. Es geht hier schlicht um das Leben der Menschen. Das zweite große Problem ist der Verkehr. In Istanbul gibt es nur Maßnahmen, damit der Autoverkehr gut funktioniert. Der öffentliche Personennahverkehr ist zweitrangig. Und dabei ist Istanbul eine europäische Metropole mit 15 Millionen Einwohnern. Stellen wir uns Istanbul einmal in 10 Jahren vor. Werden wir die Stadt dann noch wiedererkennen?
Istanbul verändert sich ständig. Die Skyline mit den Wolkenkratzern mitten im Stadtzentrum gab es vor 10 Jahren beispielsweise noch nicht. In den nächsten 10 Jahren werden wir dann auch die Probleme sehen können, die diese Wolkenkratzer mit sich bringen werden. Istanbul wächst eben leider völlig planlos. Es werden ständig kurzfristige Entscheidungen getroffen, weil es eben überhaupt keinen Masterplan gibt. Und wenn auch noch all diese bevorstehenden Projekte tatsächlich umgesetzt werden sollten, dann wird sich diese Stadt zu einer regelrechten Ekümenopolis entwickeln. Istanbul wird also eine Stadt, der ihre eigenen Ressourcen nicht mehr reichen werden. Sie wird auch die Ressourcen ihrer Umgebung aufsaugen. Die Stadt wird zu einer riesigen Maschine, in der die Menschen auf engstem Raum leben müssen, völlig ungesund, fast übereinander gestapelt. Diese Entwicklung können wir auch heute schon in Istanbul beobachten. Aber die Wirtschaft der Türkei profitiert enorm von diesem Bauboom, von der Bauwirtschaft. Können Sie das näher ausführen? Die türkische Wirtschaft hat das eigentlich schon zuvor erlebt, denn begonnen hat das alles in den 80ern nach dem Militärputsch und der Regierung Özal. Damals wurden im ganzen Land illegal bebaute Grundstücke großflächig abgerissen und neu hochgezogen. Das hat die Wirtschaft damals beflügelt und das passiert auch heute wieder. Die Wirtschaft schlägt aus dem Bauboom in den Städten einfach großen Profit. Und damit wird auch die Bauindustrie eine wichtige Säule der türkischen Wirtschaft. Teşekkürler Tayfun Kahraman, vielen Dank. Der Bauboom in der Türkei ist also auch nützlich für das Wirtschaftswachstum in der Türkei. Experten sprechen schon international von einem regelrechten Wirtschaftswunder in diesem Land. Das liegt nicht nur am Bauboom, sondern auch am massiven Marktliberalismus. Man muss sich vorstellen, in den letzten 10 Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt in der Türkei im Schnitt um 6% jährlich gewachsen. Das ist eine ganze Menge. Und von dieser Entwicklung profitieren auch türkische Firmen, wie zum Beispiel die Bekleidungsfirma, der Bekleidungshersteller Mavi Jeans. Die Kleider des türkischen Familienunternehmens prägen inzwischen den Lifestyle einer ganzen Generation. Jung, dynamisch, selbstbewusst, die Philosophie des Firmenchefs. Der Erfolg gibt Cüneyt Yavuz recht. Umsatzsteigerung im letzten Jahr 27%, in diesem sollen es sogar 30 werden. Und jetzt wollen sie auch international den Siegeszug antreten. Wir werden den türkischen Markt im Auge behalten. Wir wollen aber weiter wachsen in Deutschland, Russland, Holland und unsere guten Geschäfte in den USA, Kanada und Australien pflegen. Das sind schon aufregende Zeiten. Seit Jahren sorgen Unternehmen wie Mavi für anhaltendes Wirtschaftswachstum in der Türkei. Dieses Jahr liegt der anatolische Tiger erstmals auf Platz 1 vor China. Die Krise, die Europa jetzt durchlebt, haben die Türken längst hinter sich. Die Verantwortlichen hätten die richtigen Lehren aus dem beinahe Bankrott 2001 gezogen, so der Firmenchef. Wir haben das Beste aus unserer Krise gemacht. Die Banken haben ihr Haus in Ordnung gebracht, die Regierung übt Haushaltsdisziplin. Darüber hinaus sind wir auch mit einer politischen Stabilität gesegnet. Vorbei die Zeit, als hier noch für ausländische Labels produziert wurde. Die Jeans tragen alle das Mavi-Zeichen, ein hundertprozentiges türkisches Markenprodukt also. Hier sieht man sich längst auf Augenhöhe mit der europäischen Konkurrenz. Im großen Rahmen betrachtet werden die nächsten 2-3 Jahre etwas langsamer verlaufen, nicht mehr ganz so dynamisch. Aber in diesem Land steckt so viel Energie. Die Demografie hilft dabei. Die Menschen mit ihren Talenten haben einen weiten Weg zurückgelegt. Alle hungern danach, aufzuholen. Der Mavi-Chef befürwortet den EU-Beitritt seines Landes, erzählt er uns zum Abschluss. Nicht wegen der Wirtschaft, da sei das Land schon längst angekommen, sondern wegen der Menschenrechte. Mode ist ein internationales Aushängeschild, aber Mode kann auch sehr schnell politisch werden, gerade wenn es ums Kopftuch geht. Und das geht in der Türkei auch genauso schnell wie in Deutschland. Die AKP hat als erste Partei zum Beispiel den Frauen mit Kopftuch das Recht zugestanden, an den Universitäten studieren zu dürfen mit Kopftuch. Es war ein Riesenmeilenstein.
Aber nicht umsonst, denn die AKP hat so viele Wählerinnen hinter sich wie sonst keine andere Partei. Und diese Frauen treten zunehmend selbstbewusst auf und inzwischen sogar im Hochglanzformat. Sie sind jung, selbstbewusst und konservativ. Na und? Schick wollen sie trotzdem sein. Begeisterte Leserinnen des neuen Lifestyle-Magazins Ala präsentieren Alltagsmode für die nächste Ausgabe. So etwas hat uns gefehlt in der Türkei, eine Marktlücke, endlich eine Zeitschrift, die uns ernst nimmt und Tipps für Frauen mit Kopftuch bereithält. Westliche Modevorbilder prägten jahrzehntelang die Träume junger Türkinnen. Jetzt kündigt sich ein Wandel an. Ala ansprechend verhüllt, so der Titel des neuen Magazins, das am Kiosk Furore macht. 30.000 Auflage, 1.500 Exemplare gehen jeden Monat nach Deutschland. Die Redaktion fühlt sich bestätigt, an konservativen Leserinnen mangelt es nicht. Kritik kam aus islamischen Kreisen. Schick und fromm, das passt doch nicht zusammen. Warum nicht? Wir haben auch das Recht, schick zu sein, sagt die Chefredakteurin. Wir wollen nicht aufreizend sein, aber modisch und konservativ, das geht. Die Vogue für Verhüllte nannte sie ein türkischer Kommentator. Es geht aber um mehr. Kultur, Gesundheit, auch frommes Leben werden ihr hübsch verpackt an die Frau gebracht. Nur muslimische Models, die fehlen noch. Egal, Profis wie Alina aus Moldawien, stört das nicht. Es ist schon alles anders hier. Ein anderes Lächeln, ein anderer Look. Normalerweise geht es beim Shooting dann doch etwas freier zu. Und sie ist das Vorbild der konservativen Hayrunnisa Gül, First Lady der Türkei. Sie brach das Tabu und zeigte sich bei Staatsanlässen selbstbewusst mit Kopftuch. 11 Millionen. In der Region leben 18 Millionen Frauen mit Kopftuch. Das wurde bislang verdrängt. Jetzt trauen sich diese Frauen, ihre konservative Gesinnung offen zu zeigen. Eine politische Aussage sei die Zeitschrift nicht, betonen die Macher. Halt nur ein Lifestyle-Magazin, ansprechend verhüllt. Was Atatürk zu dieser Frauenzeitschrift gesagt hätte, das wissen wir nicht. Wir können ihn ja schließlich nicht fragen, aber wir können uns die Antwort wahrscheinlich denken. Aber damit man sich immer an Atatürk erinnert, gibt es in der ganzen Türkei überall Statuen, Büsten, Plakate vom Staatsgründer. Und hier hinter mir ist ein besonders großes Exemplar von dieser Atatürk-Statue. Und hergestellt wurde sie auch, wie viele andere, hier im Betrieb Ince. Sie produzieren vor allem Atatürk-Statuen. Wird das manchmal nicht etwas langweilig? Naja, das kommt darauf an, ob man das gerne macht. Aber vor allem macht es Freude, Atatürk-Statuen herzustellen. Er hat dieses Land gerettet. Er ist der Staatsgründer, ein Staatsmann, den die Welt respektiert. Jemand, der sich um die Demokratie und die Menschheit verdient gemacht hat. Einen solchen Mann darzustellen, sich mit ihm Tag und Nacht zu beschäftigen, das macht mir eine besondere Freude. Und für wen produzieren Sie diese Statuen? In der Regel für die Stadtverwaltungen, Behörden, Personen der Öffentlichkeit, Schulen, Universitäten und das Militär. Auch viele Privatunternehmen bestellen diese Statuen. Warum? Weil er das Symbol für Arbeit und Erfolg ist. Wann wurden denn in der Vergangenheit die meisten Atatürk-Statuen hergestellt? Natürlich in Zeiten von großen gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen und ihren Folgezeiten. Die Putschjahre der 80er waren natürlich sehr turbulent, aber als Künstler kann man sich nicht an den Epochen aufhalten. Aber wenn man gute Arbeit leistet, das wissen alle Kunstschaffenden auf der ganzen Welt, dann kann man immer und überall Erfolg haben. Was bedeutet diese große Statue hier hinter uns für Sie?
Das ist das größte Werk, das mein Vater zu seinen Lebzeiten geschaffen hat. Nur unter dieses Werk hat er seine Unterschrift gesetzt. Das will ich für die Ewigkeit erhalten. Dafür lasse ich eine Statue von meinem Vater herstellen und stelle sie zu seinem größten Werk. Eben als Erbe an spätere Generationen. Außerdem kommt meine Familie auch aus Thessaloniki, dem Geburtsort Atatürks in Griechenland. Meine Großmutter und Atatürks Schwester waren Nachbarn. O zaman şimdi biz hem babanızın heykeline hem de atölyeye bir beraber bakalım. Wir schauen uns jetzt mal die Statue von seinem Vater an und schauen uns an, wie diese Statuen überhaupt hergestellt werden. Das ist die Statue Ihres Vaters? Genau. Die soll neben sein größtes Werk platziert werden. Seine Hand soll dabei so nach oben zur Statue zeigen. Hier ist er mit seinem Arbeitskittel dargestellt. Wir tragen sowas heute natürlich nicht mehr, aber er hat das so gemacht. So wird er also fast in Originalgröße mit seinem größten Werk vereinstehen. Er hat sich ja auch zu seinen Lebzeiten immer mit ihm beschäftigt. So werden auch alle anderen Statuen hergestellt. Als Basis steht so eine Konstruktion, dann kommt der Ton darauf, dann werden die Details erarbeitet und daraus wird eine Form gegossen. Hier zum Beispiel. Hier ist die Form schon gegossen und ausgefüllt worden, und zwar mit dem Material, das wir meistens verwenden, Fiberglas. Jetzt ist alles abgekühlt und die Formen können abgelöst werden. Und zum Vorschein kommt Atatürk, so gekleidet und in der Pose, wie er zum ersten Mal aus dem türkischen Parlament getreten ist. Hat sich in all den Jahren der Gesichtsausdruck Atatürks bei Ihnen verändert? Nein, er sieht bei uns immer ähnlich aus. Aber wenn er aus dem Jenseits auf die Türkei schaut, dann würde er sein Gesicht wohl ziemlich verziehen. Atatürk gehört hier also noch nicht zum alten Eisen. Sein Gesicht prägt nicht nur diesen Ort, sondern die ganze Republik. Aber wird das tatsächlich immer so bleiben? Vergangenheit und Zukunft liegen in der Türkei immer sehr dicht beieinander. Wie zum Beispiel hier am Istanbul Policy Center, einem Think Tank der Sabancı Universität. Hier wird geschaut, wie die Türkei im Jahr 2012 aussieht und wohin sich das Land entwickeln wird. Und wir wollen jetzt gucken und einen kleinen Vergleich anstellen. Was ist aus der Türkei Mustafa Kemals geworden und der Türkei heute unter Recep Tayyip Erdogan? Dafür sind wir hier am Istanbul Policy Center und treffen hier den Direktor des Istanbul Policy Centers, Professor Fuat Kemal. Merhabalar. Merhabalar. Was bedeutet Atatürk heute? Die Türkei hat sich in den letzten Jahren enorm verändert und damit gab es über Atatürks Bedeutung und sein Erbe viele Diskussionen. Aber es lässt sich im Allgemeinen festhalten, dass die Bevölkerung voll hinter den historischen Meilensteinen der Republik steht. Also hinter der ersten Verfassung von 1921, hinter der Republikgründung 1923 und der Verfassung von 1924. Die ganze visionäre Staatsidee ist von der Bevölkerung und den Entscheidungsträgern voll akzeptiert und verinnerlicht. Diese Grundlagen sind bis heute ein wichtiges Erbe. Aber war die Vision Atatürks nicht eine andere als die von Recep Tayyip Erdogan heute?
Es gibt zwar Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, wie in der Außenpolitik. Außenminister Davutoğlu benutzt auch Atatürks Leitsatz: Frieden im Land und Frieden in der Republik. Aber man muss Atatürk von zwei Seiten sehen. Die eine zeigt ihn als Staatsgründer, die andere als Vertreter eines Einparteiensystems. Nach dem Militärputsch in den 80ern gewann seine zentralistische und sicherheitsorientierte Haltung Oberhand in der Politik. Auch nach der Regierungsübernahme durch die AKP gibt es zwei Verständnisse von Atatürk. Die einen tabuisieren ihn, die anderen instrumentalisieren ihn, und das führt zu Diskussionen. Güvenlikçi, devlet merkezci ideoloji ve yapıya eklemlenmesinde bir tepki var. Aber wäre eine islamisch-religiöse Regierung in der Zeit Atatürks nicht undenkbar, geradezu unvorstellbar gewesen? Natürlich. Wenn wir so denken, hat sich viel verändert im Staatsverständnis. Weg vom zentralistischen, laizistischen hin zu einem heute viel religiös-konservativeren. Die AKP ist einfach sehr stark in der Türkei. Europäische Parteien können davon nur träumen. Der gesellschaftliche Rückhalt der Partei ist derzeit wohl weltweit einzigartig und hält wohl auch so lange an, wie der wirtschaftliche Erfolg bleibt. Aber ebenso wichtig wie die Frage, ob die Türkei religiös-konservativer wird, ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. In dem Zusammenhang ist die Verfassungsreform, an der wir gerade arbeiten, so wichtig. Um noch einmal bei Atatürk anzuknüpfen: Wir müssen entscheiden, ob wir dem Atatürk der Gründungszeit folgen wollen oder seiner Auslegung nach den Putschjahren. In den Gründungsjahren stand jedenfalls das gesellschaftliche Zusammenleben aller im Vordergrund. Diese Polarisierung in der Gesellschaft müssen wir überwinden. Das scheint mir wichtiger als die Frage, ob die Türkei konservativer wird oder nicht. Istanbul ist nicht die Türkei und die Türkei ist nicht Istanbul. Und trotzdem ist Istanbul so eine Art Konzentrat der Türkei. Hier leben die Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ethnien. Hier liegen die faszinierenden Dinge gleich neben den völlig irritierenden Dingen. Und einen kleinen Ausschnitt aus diesem Land und aus dieser Stadt haben wir Ihnen versucht, heute zu zeigen. Und noch mehr von dieser aufstrebenden und ambivalenten Stadt zeigt Ihnen jetzt noch die Dokumentation Istanbul zwischen Orient und Eurocent. Burhan Yurtseven ist das, was man einen Kosmopoliten nennt. In der Türkei geboren, in Deutschland aufgewachsen, arbeitet er nun für einen amerikanisch-deutschen Immobilienfonds in der Stadt seiner Wahl, Istanbul. Hier schlägt das wirtschaftliche Herz der Türkei, schießen wegen der großen Nachfrage nach Büroflächen Immobilienpreise in schwindelerregende Höhen. Hier sehen Sie einfach die Entwicklung, die diese Stadt noch macht. In Deutschland werden Sie vielleicht vorhandene Baulücken schließen in einem Segment, was schon in sich geschlossen ist. Aber hier sieht man vor allem nach hinten hinaus, was für ein Potenzial diese Stadt hat. Wenn Sie allein den Blick nach hinten sehen, sehen Sie, was für eine Urbanisation da im Moment ist. Wir sind in der Mitte von Istanbul. Ich würde sagen, eines der besten Orte oder Areas von Europa. Und Sie haben noch so eine Urbanisation. So etwas finden Sie in Deutschland nicht. Das heißt, Sie können hier mitwirken, Sie können hier entwickeln. Das ist sehr wichtig. Eine Herausforderung, die ihn vor 4 Jahren vom Rhein an den Bosporus gelockt hat. Binnen kürzester Zeit war er der Metropole, die er nur aus dem Urlaub kannte, erlegen. Istanbul ist eine lebende Stadt, eine pulsierende Stadt, eine sehr junge Stadt, eine aufregende Stadt. Eine Stadt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint. Die Bosporus-Metropole lässt es krachen, feiert sich als europäische Kulturhauptstadt.
Ein prall gefüllter Veranstaltungskalender soll Millionen Touristen nach Istanbul locken und Aufmerksamkeit auf ein ganzes Land lenken, das als EU-Kandidat glänzen möchte. Schick, modern und globalisierungsgestellt. Die Türkei der letzten Jahre ist eine Erfolgsgeschichte, mit der so niemand gerechnet hat. Istanbuls Finanzviertel steht dem anderer europäischer Metropolen optisch in nichts nach. Und auch wirtschaftlich ist die Türkei in die Top 20 der Welt aufgerückt, hat die globale Finanzkrise gut überstanden. Ein Erfolg, mit dem sie selbstbewusst bei der umstrittenen Aufnahme in den exklusiven Club der Europäer punkten will. Der Preis für den türkischen Wirtschaftsboom ist das allgegenwärtige Verkehrschaos. Darunter leiden vor allem Taxifahrer wie Necate Polat. So zügig kommt er nur jetzt in den Sommerferien durch die Stadt. Normalerweise ist auch er im Dauerstau gefangen. In Istanbul verbringt man die Hälfte seines Lebens auf der Straße. Das geht einem ganz schön an die Nieren. Stop and go, stop and go. Der Verkehr macht einen fertig. Es wird immer schlimmer. Aber was soll man machen? Es bleibt einem nichts anderes übrig, als es hinzunehmen. Eine Rush Hour gibt es in Istanbul streng genommen nicht. Eigentlich ist die Stadt fast den ganzen Tag dicht. In den vielen engen Straßen der Metropole wird schon eine einzige Baustelle zur Geduldsprobe. Tage wie heute erinnern Necate an die 90er Jahre. Damals hatte man in Istanbul noch freie Fahrt. Doch mit dem Wirtschaftsboom kamen die Autos, nicht aber die dafür nötige Infrastruktur. Es werden ja keine neuen Straßen gebaut. Jeden Tag fahren Tausende von Autos auf die Straße. Jeder Haushalt hat mindestens 2 bis 3. Es ist ja auch einfach, sich ein Auto anzuschaffen. Sie bekommen ja jederzeit einen Kredit. Taxifahren in Istanbul ist immer auch ein Kulturtrip. Bildungshungrig darf man in dieser Stadt sein. Krank? Besser nicht, meint Necate. Stellen Sie sich vor, Sie sind sterbenskrank und müssten mit dem Taxi ins nächste Krankenhaus. Das wäre bei diesem Verkehrschaos doch gar nicht möglich. Sie würden mir hier im Auto wegsterben. Der Verkehr in Istanbul ist katastrophal. Die Autoleidenschaft der Türken wird in der Boomtown am Bosporus auf eine harte Probe gestellt. Istanbul steht kurz vorm Verkehrsinfarkt. Für die Stadt gibt es eigentlich nur eine Lösung. Millionen Istanbuler, die täglich zwischen Asien und Europa pendeln, müssen runter von der Straße. Dafür konzipierten Verkehrsplaner einen 13 Kilometer langen Eisenbahntunnel auf dem Grund des Bosporus. Es ist eines der weltweit größten Verkehrsprojekte, das Projekt Marmaray. Ein interkontinentaler Bypass, durch den nach der Fertigstellung stündlich bis zu 100.000 Fahrgäste pendeln sollen. Das milliardenschwere Mammutprojekt wird die Verkehrsnot der Stadt lindern. Irgendwann. Denn den Bauarbeitern stellen sich nicht nur unter Tage ungeahnte Herausforderungen. Dort, wo eigentlich längst der Bahnhof auf der europäischen Seite stehen sollte, stieß man beim Tiefbau auf eine byzantinische Hafenanlage samt Schiffen und Fracht. Was Archäologen jubeln lässt, sorgt bei den Managern des Vorzeigeprojektes für Depressionen. Das Bauende schiebt sich immer weiter nach hinten. Seine perfekte Lage am Bosporus machte Istanbul schon vor Jahrhunderten zur Wirtschaftsmacht.
Die Fundstücke zeugen von globalem Handel bereits in der Antike. Am Goldenen Horn löschten Frachter Gewürze aus Indien, Gold aus Iran und Getreide aus Ägypten. Wo heute die Millionenstadt Istanbul wuchert, lag einst einer der wichtigsten Häfen des früheren Byzanz. Die Schiffswracks, die die Altertumsforscher aus dem Schlick bergen, zeugen von dieser reichen Vergangenheit. Sie sind ein gigantisches Kulturerbe. Doch sie legen dringend notwendige Erneuerungen lahm. Noch heißt es hier Endstation Antike. Um dem Chaos auf den Straßen zu entfliehen, bleiben den Istanbulern also weiter nur ihre Wassertaxis. Doch selbst auf dem Wasserhighway der Stadt herrscht dichtes Gedränge. Tausende Fähren teilen sich den Platz mit gigantischen Tankern und Containerriesen. Der Bosporus ist die meistbefahrene Wasserstraße der Welt und die gefährlichste dazu. In der Zentrale der Küstenwache herrscht ständig Hochspannung. Wie Fluglotsen dirigiert man von hier aus Schiffe durch das Nadelöhr zwischen Schwarzem und Marmarameer. Der Bosporus ist eine lebenswichtige Schlagader für den weltweiten Handel. Eine Schlagader, die zu verstopfen droht. Jedes Kreuz steht für ein Schiff, das darauf wartet, die Meerenge zu durchqueren. Stau, auch auf dem Wasser. Doch ohne die unzähligen Wassertaxis wären Millionen Pendler verloren. Und viele Istanbuler um eine kurze Auszeit ärmer, bevor sie sich zurück in die Blechlawine der Großstadt quälen müssen. Eine Lawine, die der türkischen Autoindustrie noch nicht groß genug ist. Klammheimlich ist das Land am Bosporus zu einer der größten Autoschmieden für Europa geworden. Und die Autoindustrie zu einem der Zugpferde des wirtschaftlichen Aufschwungs. Die Türkei ist fester Bestandteil im weltumspannenden Produktionspuzzle der großen Autokonzerne. Hier finden sie gut ausgebildete Arbeitskräfte, deren Lohnniveau unter dem vieler EU-Staaten liegt. Und Technik auf internationalem Niveau. Früher zogen türkische Arbeiter nach Deutschland, um bei Daimler und Co. am Band zu stehen. Heute bleiben die Jobs hier, machen sich die Autos auf den Weg in den Westen. Wie hier bei Tofaş, einem Gemeinschaftsunternehmen der türkischen Koç-Gruppe und Fiat, sind fast 80% aller Wagen für den EU-Export bestimmt. Allerdings nicht unter dem Markennamen Tofaş. Die Türken bauen in Lizenz für Peugeot oder den Partner Fiat. Und manche Autos kommen hier als echter Citroën auf die Welt. Als erster türkischer Hersteller hat Tofaş aber den Sprung vom reinen Produzenten zum Entwickler geschafft. Der kleine Transporter hier ist durch und durch ein Türke. Und wenn es nach den türkischen Autobauern geht, soll künftig auch hinterm Steuer ein Landsmann zu finden sein. Längst haben Tofaş und Co. bei den autoverliebten Türken ihre Köder ausgeworfen. Denn landesweit hat erst jeder Zehnte ein Auto, viel weniger als der EU-Durchschnitt. An anderer Stelle herrschen hingegen bereits jetzt europäische Verhältnisse. Wer hier wartet, lebt zwischen Hoffen und Bangen. Denn am Ende der Schlange regiert der türkische TÜV. Reifen prüfen, Warndreieck checken, Unterboden inspizieren. Für deutsche Autofahrer ungeliebte Routine. Für Türken sind die kritischen Blicke der Kontrolleure eine ganz neue Herausforderung. Seit 2009 muss auch hier jedes Auto zum TÜV.
Dafür importierte die Regierung kurzerhand Know-how und Bürokratie des deutschen TÜV Süd. Nun prüfen also auch türkische Blaumänner nach deutschen Regeln. Anders als in Deutschland bleiben die Besitzer dabei vor der Prüfhalle. Nicht alle konnten in den Anfangszeiten mit dem Urteil durchgefallen umgehen. Zu oft kollidierte türkisches Temperament mit deutscher Strenge. Fakt ist, fast 40% der türkischen Autos sind in so schlechtem Zustand, dass sie die Prüfung nicht im ersten Anlauf bestehen. Die zweite Prüfung ist dann zwar umsonst, aber umso strenger. Denn gefährliche Rostlauben sollen so schnell wie möglich von der Straße. Viel Arbeit also für die deutsch-türkische Prüfgemeinschaft, die mit staatlichem Segen nun für 20 Jahre das automobile Sicherheitsmonopol hat. Am Anfang bisschen, die Leute waren ein bisschen skeptisch, aber in fast 6 Monaten oder in einem Jahr, die haben daran gewöhnt. Klebt die begehrte Plakette erst einmal auf dem Nummernschild, ist ja auch wieder für 2 Jahre Ruhe. Auch der kleine Blaue hier darf zurück zu seinem Besitzer. Bis der TÜV sie irgendwann dann doch scheidet. Auch heute werden hier wieder jahrzehntelange Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine endgültig in die Brüche gehen. Ein Trennungsschmerz, den Millionen Türken nicht kennen, denn sie können sich nicht mal die klapprigste Karre leisten. Auch mitten in der Boomtown Istanbul leben Menschen, die aus eigener Erfahrung wissen, was der Begriff Armutsgrenze bedeutet. Ihnen bleibt oft nur Istanbuls Hinterhof. Einige Stadtteile hat die Verwaltung zu Sanierungsgebieten erklärt. In vielen Fällen findet die Sanierung mit der Abrissbirne statt. Die Menschen, die in den Ruinen leben, verlieren damit selbst das schäbige Dach über dem Kopf. Jahrzehntelang hatte man vorher der unkontrollierten Bebauung Istanbuls einfach zugesehen. Hatte ganze Stadtteile nachträglich legalisiert. Nun sollen an vielen Stellen stattdessen teure Wohnanlagen entstehen. Imagepflege einer boomenden Wirtschaftsmetropole, die in die EU strebt. Schönheitsreparaturen. Während ein existenzielles Problem für Istanbul und seine geschätzt 20 Millionen Einwohner immer wieder verdrängt wird. Istanbul ist Erdbebengebiet. Wie auf einer Intensivstation überwachen in der Istanbuler Erdbebenwarte Geologen jede noch so schwache Erschütterung. Unter der Türkei stoßen 2 Kontinentalplatten aneinander. Immer wieder verhaken sie sich und trennen sich dann mit einem Ruck. Die Erde bebt. Wie auf einer unsichtbaren Schnur wandern die Epizentren dabei Richtung Westen. Das letzte lag in Izmit, nur 100 Kilometer von Istanbul entfernt. Im August 1999 erschütterte ein Beben der Stärke 7,4 die Großstadt. 20.000 Menschen starben. Nur wenige Verschüttete wurden gerettet. Das nächste Beben könnte Istanbul treffen. Eine Katastrophe mit Ankündigung für Professor Celal Şengör. Der Geologe von Weltruf rechnet innerhalb der nächsten 30 Jahre mit einem verheerenden Szenario. Und? Wenn es passiert, was wird geschehen? Es wurde abgeschätzt, ungefähr Minimum 50 Milliarden Dollar Schaden. Minimum zwischen 50 und 100.000 Leute tot.
Nicht? Ungefähr zwischen 5.000 und 8.000 Gebäuden werden total zerstört. Totalschaden. Eine Prognose, die nicht nur die Istanbuler verdrängen. Auch den meisten Politikern scheint sie keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Nach Ansicht von Şengör gibt es für die Millionenstadt keine ausreichenden Notfallpläne. Und das Problem ist nicht nur das Erdbeben selbst. Wenn die Straßen gesperrt sind, da kommt keine Hilfe zu. Wegen Gas in manchen Stadtteilen, wegen Feuer hier, wenn irgendwas verbrannt hier. Wie könnte die Feuerwehr hierher kommen? Das ist fast unmöglich. Und das ist das Problem hier. Millionen Istanbuler wären im Katastrophenfall auf sich gestellt. Während im Stadtteil Zeytinburnu die professionellen Retter Volleyball trainieren, übt deshalb der zivile Katastrophenschutz die Bergung von Verschütteten. Japanische Wissenschaftler fanden heraus, dass hier mehr als die Hälfte der Häuser einem schweren Beben nicht standhalten würden. Zeytinburnu ist eines der Viertel der Gefahrenstufe 1. Es gilt als besonders gefährdet bei einem Erdbeben. Die Gebäude sind nicht stabil. Oft haben wir keine Anhaltspunkte darüber, welche Bausubstanz die Häuser haben, in denen wir leben. Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen, um zu lernen, wie wir vor einer Naturkatastrophe die Schäden für unsere Familien mit einfachen Mitteln minimieren können. Und was zu tun ist, wenn die Erde bebt. Viele Istanbuler leben mit der stetigen Gefahr wie mit einer schlechten Angewohnheit. Sie verdrängen sie einfach. Für Immobilienfachmann Burhan Yurtseven undenkbar. Mit preußischen Wertvorstellungen ging er beim Umzug an den Bosporus auf die Suche nach einer Wohnung. Und eckte gleich mit dem türkischen Maler an, der sie renovierte. Der Meister kam dann und hat uns dann die Wohnung gezeigt. Und die Wände waren okay, nur hinter diesen Gardinenvorrichtungen hatte er nicht gestrichen. Und das durch die gesamte Wohnung. Und das macht bei 3 Etagen schon eine ganze Menge an Quadratmetern. Daraufhin habe ich ihn dann gefragt, ja, warum hast du das denn nicht gestrichen? Und da sagt er, na ja, mein Gott, sieht ja keiner. Und da sage ich, ich sehe es aber und ich habe dafür bezahlt. Okay, Abi, ich komme dann halt in einer Woche und mache das. Hat er natürlich nicht gemacht. Und da haben wir uns ein bisschen drüber aufgeregt. Aber was erschreckender ist, an dem gleichen Abend kam mein Onkel zu Besuch, also jemand, der sagen wir mal, kein einfacher Mensch ist, der hier studiert hat, gute Kreise hat und wo du eigentlich sagen könntest, ja Mensch, der auch im Ausland gelebt hat, der kennt das. Dann habe ich dem das gesagt, habe ich gesagt, Mensch, Onkel, der hat das nicht gestrichen, guck doch mal. Wissen Sie, was er gesagt hat? Sieht doch keiner. Da habe ich gesagt, ja mein Gott, wenn ihr als Customer schon, als Kunden da keinen Wert drauf legt, dann wird der Maler auch wirklich nicht hundertprozentige Leistung bringen. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Berufswelt oder auch die Welt in der Türkei durch. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran. Wenige Kilometer von den Yurtsevens entfernt will man mit anderen Fäden einem internationalen Publikum das Gegenteil beweisen. Lange war die türkische Modebranche vor allem eines: bescheiden, bieder und billig. Damit soll endlich Schluss sein. Istanbul will zu den Modemetropolen der Welt aufschießen. Kulturhauptstadt Publicity als Rückenwind auch für türkische Designer wie Bahar Korçan. Dieses Jahr ist besonders wichtig für uns. Istanbul ist Hauptstadt der europäischen Kultur. Wir sind Europa und Asien in einem. Und zusammen gibt das einen Mix, der uns nach vorne bringt. Wir wissen es, wir lieben es und es macht mich glücklich. Künftig soll hier Mode erdacht und nicht nur für andere gemacht werden.
Auf der Istanbul Fashion Week zeigen türkische Modeschöpfer schon mal, was sie zu bieten haben. Nicht alle wollen dabei ihre kulturelle Identität hinter sich lassen. Designer Cemil İpekçe scheut sich nicht davor, manche Kreationen mit dem Kopftuch zu ergänzen. Auch für ihn ein provokantes Kleidungsstück. Ich bin kein Kopftuchgegner. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke nur, dass das Tragen eines Kopftuches nicht ausschließlich eine Frage des Glaubens ist. Es ist auch ein Zeichen von Protest. Das türkische Volk kann die Forderung nach der Orientierung gen Westen nicht mehr hören. Deshalb suchen sie auf diese Art nach ihrer eigenen Identität. Uns wurde immer gesagt, wir sollen westlicher werden, aber wir sind nicht westlich. İpekçe's Mode mischt Orient und Okzident. Tiefe Ausschnitte mit traditionellen Einschlägen. Der neue Türkenlook, er kommt an. Der exzentrische Designer entwirft nicht in erster Linie für den internationalen Markt. Vor allem die türkischen Frauen hält er für extrem modebewusst und konsumfreudig. Der neueste Trend, die edelsten Schuhe, die teuersten Accessoires. Die türkische Frau will sich das leisten. Und wenn sie dafür eine Ehekrise riskiert. Ob mit oder ohne Kopftuch, das ist für İpekçe letztlich nur eine Frage des persönlichen Stils. Doch selbst Mode ist am Bosporus nie nur eine Frage des Stils. Sie ist auch eine Frage von Religion und Politik. Die Kopftuchfrage hat innenpolitisch beinahe eine Regierungskrise ausgelöst. Auch außenpolitisch liefert sie im Streit um eine EU-Mitgliedschaft der Türkei immer wieder Sprengstoff. Mit dem Bild der kopftuchtragenden türkischen Frau sah sich auch Gül Yurtseven in Deutschland konfrontiert. Wie ihr Mann ist sie in Deutschland aufgewachsen. Beide haben sich dort beruflich qualifiziert. High Potentials, die Deutschland als Arbeitskräfte verloren gingen. Leider Gottes musste ich auch im ganz normalen, angesehenen deutschen Berufsumfeld feststellen, dass man mir die Frage stellt, warum trägst du kein Kopftuch? Bist du mit deinem Ehemann schon als Baby versprochen worden? Oder warum sprichst du so gut Deutsch? Genau. Während ihre Eltern in Deutschland blieben, kehrten sie in die Türkei zurück. Sehen in diesem Land viel Potenzial für sich und für Europa. Also nicht falsch verstehen, aber wenn du Rumänien und Bulgarien in die EU aufnimmst, dann frage ich mich, warum du ein dynamischeres Land wie die Türkei nicht aufnehmen möchtest. Es gibt sicherlich einige Risiken, die man auf jeden Fall auf den Tisch bringen muss. Dazu gehört, wenn ich die Türkei aufnehme, ist das ein Riesenbrocken für uns. Kann ich absolut nachvollziehen. Oder wenn ich die Türkei aufnehme, sind meine Auslandsgrenzen, Europagrenzen auf einmal an der Grenze von Syrien, Irak. Das kann ich nachvollziehen, aber wenn du die Kriterien erfüllt hast, wo ich der Meinung bin, da brauchen wir noch eine Zeit für, auf jeden Fall, aber wenn du die erfüllt hast, dann musst du dieses Land auch aufnehmen. Für die Yurtsevens gibt es bereits keine Grenzen mehr. Sie leben ganz selbstverständlich. Ein türkisch-europäisches Gemisch aus zwei Sprachen, zwei Kulturen. Fühlen sich in Köln so zu Hause wie in Istanbul. Die heimliche Hauptstadt der Türkei war schon immer ein Menschenmagnet. Schon lange bevor ihr die EU das Prädikat Kulturhauptstadt verlieh. Wenn es nach dem Willen der türkischen Politik geht, dann soll Istanbul über kurz oder lang auch ein internationaler Wirtschaftsmagnet werden. Eine Global City wie New York, Tokio, London oder Frankfurt.
Der Kampf um internationale Anerkennung, um finanzkräftige Investoren und letztlich die Aufnahme in die EU verändert dabei nicht nur das Gesicht der Millionenmetropole Istanbul. Auch das soziale Gefüge der Megacity gerät mächtig unter Druck. Auf der Überholspur Richtung Westen wird sich vor allem ihr Leben weiter verändern. Istanbuls Bevölkerung ist jung, ehrgeizig. Nur wenn sie die notwendigen Reformen Richtung EU und Euro mittragen, kann der Aufbruch nach Europa gelingen. Und für Istanbul der Spagat zwischen Orient und Eurocent.